Hallihallo, ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch wieder ein neues Video. Und zwar geht es darum, dass mich die liebe Bettina von Kulrike gefragt hat, ob ich gerne das Designteam von Kulrike noch bereichern möchte. Und ich habe gesagt, natürlich mache ich es sehr gerne. Und ich zeige euch jetzt in diesem Video, was ich mir gegönnt habe. Und wir machen sogar noch ein kleines Tutorial. Genau, ich würde sagen, wir starten gleich nach dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß da dabei. Mich hat die Bettina angeschrieben und gefragt, ob ich bei Kulrike im Designteam einfach mitwirken möchte. Und ich musste echt sehr, sehr schmunzeln, weil ihr ja auf mein letztes Video für JM-Kreation wirklich sehr fleißig kommentiert habt, mir auch wirklich den Rücken gestärkt habt da dabei und viele auch geschrieben haben, wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich eine andere und in dem Fall war das wirklich dann so und ich musste da echt so lachen. Genau, und ich habe mir auch einige Sachen jetzt im Kulrike Shop aussuchen dürfen und das zeige ich euch jetzt natürlich. Ich würde sagen, wir starten mit den Stempelsets. Und als erstes habe ich mir dieses Stempelset hier ausgesucht. Das Ganze heißt Ostergrüße XL, kostet 10,90 Euro. Und wie ihr seht, ist es natürlich ein, so wie der Name ja schon verrät, ein Oster-Stempelset. Hier habt ihr einmal Ostern, Osterfest, Ostertage in so ganz große, dicke Blockschrift und dann eben so fein filigran mit, so in Schreibschrift, einfach fröhliches, fröhliche, hoppelige und hoppeliges. Und das könnt ihr dann super gut kombinieren, gerade jetzt für Ostern, was ja wieder ansteht. Und da habe ich echt mega Lust drauf, das eben zu verwenden. Dann habe ich mir dieses Set hier gekauft. Das heißt Glückwünsche geteilt. Das Ganze kostet 7,90 Euro. Hier habt ihr auch wieder Blockschrift. Und in diese Blockschrift schon gleich dieses, ja, Schnörkelige. Und einmal könnt ihr stempeln hier alles Liebe, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und viel Glück. Und hier unten habt ihr dann noch so ein, ja, ich sage jetzt mal dekoratives Element mit so einer Linie und eben hier diese Rautenmuster hinten dran. Und das ist ja echt gerade ziemlich angesagt, so dieses Blockschrift und dann diese Schnörkelschrift hinein. Dann habe ich mir das Set hier ausgesucht und das Ganze heißt Freunde 4, kostet 10,90 Euro. Und da haben wir verschiedene Sprüche. Moment, ich musste gerade gucken, ob das Ganze noch gut aufnimmt. Wie zum Beispiel Kopf hoch, sonst kannst du die Sterne nicht mehr sehen. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Stillhalten, hier kommt ein Küsschen, nur für dich, weil ich dich so sehr vermisse. Einmal drücken aus der Ferne. Hallo Lieblingsmensch, ich wollte dir nur einmal sagen, schön, dass es dich gibt. Dann schön, dass es dich gibt. Jeder hat seine eigene Definition von Glück. Du bist meine. Und das fand ich einfach wirklich mega gut, solche Sprüche auch für Karten. Mache ich das ja wirklich sehr, sehr gerne drauf. Das war's schon mit den Stempeln. Machen wir gleich weiter mit den Stanzen. Und da habe ich mir einfach mal eine große Stanze ausgesucht. Und zwar heißt das Spritztüten, wenn mich jetzt nicht alles... Spritztütenbox. Kostet 16,90 Euro. Und das ist eben so eine Dreiecksbox, könnt ihr euch daraus werkeln. Da zeige ich euch gleich was da dazu, weil das werden wir zusammen basteln.
Dann habe ich mir hier einen Schriftzug ausgesucht, der heißt Danke XL, kostet 8,90 Euro. Und wie ihr seht, das ist hier dieses Danke eben so in geschnörkelt. Und ich fand diese Größe echt super. Ich liebe solche Stanzen in solchen Größen. Da kann man echt super gut Karten damit werkeln. Dann habe ich mir diese Stanze mitgenommen. Das ist Geburtstags-Wave heißt die. Und hier steht Geburtstag und es ist eben so sehr geschwungen. Das ist recht klein und filigran, aber da kann man bestimmt auch mega tolle Sachen draus werkeln. Die Stanze kostet, wie ihr seht, 6,90 Euro. Und dann kommen wir zu der letzten Stanze. Und das ist diese hier. Das ist so ein geometrisches Herz. Ich glaube, die heißt auch so. Herz geometrisch heißt das Ganze, genau, kostet 9,90 Euro. Und da kann ich mir auch super gut Muttertagskarten darüber vorstellen, da was zu machen. Und genau, das war das, was ich alles bei Kurike mir ausgesucht habe. Und ich würde sagen, wir starten auch schon gleich mit dem Tutorial. Und zwar werden wir heute eine kleine Ostergoodie-Verpackung machen, und zwar diese hier. Verwendet dafür habe ich einmal hier diese Spritztütenbox und das Oster XL Stempelset. Und daraus habe ich dann diese Karotte hier gewerkelt. Ist wie gesagt so eine kleine Goodiebox, die ihr hier oben verschließen und öffnen könnt. Und genau, die machen wir jetzt einfach nochmals zusammen. Und als allererstes habe ich diese Stanze mir durch die Big Shot gejagt, und zwar zweimal. Ich habe verwendet das Papier von Faltkarten, das heißt dunkelgelb. Komisch, ja, es heißt dunkelgelb, ist aber orange. Also für mein Empfinden ist es orange. Und deswegen habe ich das genommen. Ich habe jetzt die 130er Grammatur genommen. Nehmt am besten ein bisschen dicker, weil ich denke, wenn das Ganze doch ein bisschen stabilere ist, macht es mehr Sinn. Bloß ich habe jetzt keinen Orange-Karton mehr gehabt mit mehr Grammatur. Genau, man muss einfach das nehmen, was man da hat. Jetzt werden wir auf jeden Fall hier einmal die Falzlinie nachziehen. Und wie ihr seht, das ist hier so ein gestitchter Strich und die lassen sich super gut auch ohne Falzbein nachziehen und das finde ich auch mega toll und war echt sehr überrascht, dass es so gut auch ausstanzt. So, wenn ihr das dann nachgezogen habt, nehmen wir unser doppelseitiges Klebeband zur Hand und werden jetzt hier einfach an den Klebelaschen innen, wenn ihr die rein, also so reinfaltet, innen hier doppelseitiges Klebeband anbringen. So auch auf der anderen Karottenseite nenne ich es jetzt einfach. So. Zack. Und dann nehme ich mir mein Skalpell her. Da tue ich mir wirklich momentan sehr leicht, wenn ich dann so Schutzfolien abziehen muss. Und ziehe mir einfach hier die Schutzfolien ab und dann werden wir das gleich zusammenkleben. Und zwar nehmen wir jetzt eins und lassen das wirklich hier so angeknickt nach innen und nehmen uns das Gegenstück, wo nicht die Klebelasche ist, und kleben das jetzt einfach hier akkurat drauf. Und ihr achtet darauf, dass diese Falzlinie und diese Falzlinie hier wirklich so ein ja, geometrisches so ein geometrisches Muster ergibt. Also ich lege das jetzt, wie gesagt, so hier an. Und dann klappe ich mir einfach die Seite rüber und drücke mir das Ganze fest. Und dann sieht das Ganze so aus. Und dann werde ich das hier auch eingeklappt lassen und werde es nur in der Mitte einfach zusammenlegen und auch festdrücken. Und dann haben wir auch schon unsere Karotte an sich
Karottenrolling. Dann habe ich mir das zusammengeklebt und denke mir, okay, und wie geht jetzt der Verschluss? Also ich war wirklich saublöd. Ich habe keine Ahnung, wie der Verschluss geht. Falls es jemand weiß, lasst es mir bitte in den Kommentaren da. Ich habe mir jetzt das anders geholfen. Und zwar habe ich mir eine Schere zur Hand genommen und habe mir einfach hier bis zur Mitte den einen eingeschnitten. Dann drehe ich mir das Ganze und mache das bei dem anderen auf der gegenüberliegenden Seite. Also sprich, wenn ihr jetzt das hier oben eingeschnitten habt, schneide ich das hier unten ein und ebenfalls auch bis zur Mitte. Und dann habe ich hier so einen Schiebmechanismus. So. Und zu ist dann auch meine Box und ich habe da nicht so ewig lang rumgetan. Ich habe es einfach so gemacht. Also Entschuldigung, wenn das irgendjemand weiß, wie das funktioniert, bitte sagt es mir. Ich bin da echt am Verzweifeln. Ich habe das rumgeknickt und rumgetan. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Es kann auch sein, dass man es vielleicht so wie einen Karton verschließen muss. Ich habe keine Ahnung. Egal. Das ist jetzt so mein Verschluss zu dieser Karotte. So, dann lege ich mir das kurz zur Seite und wir widmen uns um das Grün hier oben. Da habe ich hier schon was vorbereitet. Das müsst ihr viermal machen. Das machen wir gleich einmal zusammen. Ich habe hier einen Restkarton, wenn er nicht auf den Boden fällt. So, einen Restkarton hergenommen. Ich glaube, das ist von Semifilm. Von Liebesfuchs. Ein Cardstock, aber ich bin mir jetzt auch nicht zu 1000% sicher, weil ich einfach aus meiner Restekiste was genommen habe. Nehme meine Schere, das Ganze hat 1,5 cm Breite und schneide mir hier jetzt einfach so Halme runter, die aussehen dann wie das Grün von der Karotte. Ich mache auch wirklich unterschiedliche Dicke, weil ich möchte es nicht so akkurat haben. Dann gehe ich her und schneide mir dann das einfach hier unten so ab, dass ich ungefähr hier so 1,5 bis 2 cm habe und werde dann das Ganze einmal umknicken und mir einfach mit meinen Fingernägeln ein bisschen hier nachziehen. Und dann sieht das Ganze so aus und wie gesagt, wir brauchen das insgesamt viermal. Drehe das auch immer so ein bisschen wild rum, das Grün, dass es einfach ein bisschen realistischer aussieht. Dann nehme ich mir wieder meine Box her und jetzt werde ich mir diese Grünteile hier rankleben. Dafür mache ich jetzt das Ganze nochmal auf, weil da tue ich mir einfacher, wenn ich das offen habe. So, nehme mein Flüssigkleber her. Und gebe jetzt immer auf so einen Grashalm, nenne ich es, so ein bisschen Kleber. Und klebe es mir jetzt einfach hier an die Kante von dem Halbkreis, von dem Verschluss, also so. Nehme mir das zweite Teil und mache genau das gleiche, nur nebendran. Also so. Dann sieht das Ganze jetzt so aus und das mache ich hier auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Also auch wieder ein bisschen mehr Flüssigkleber an die Kante von dem Halbkreis. Was natürlich jetzt wichtig ist, wenn ihr das Ganze jetzt auch so verschließen möchtet wie ich, dass ihr einfach den Halbkreis einschneidet, dann müsst ihr darauf achten, damit ihr wirklich nicht allzu nah an diesen Schlitz hier kommt. Weil sonst hakt es permanent beim Auf- und Zumachen. Und das wollen wir ja nicht. Also so. Dann lassen wir den Kleber mal anziehen und legen das einfach zur Seite und machen weiter mit dem Ostergruß darauf. Da habe ich mir auch wieder 2 Stücke zurechtgeschnitten. Einmal von dem Orange und einmal von diesem Grün.
Und auf das Orange werde ich wieder hoppelige Ostern stempeln. Und ich habe es ja, wie ihr seht, was ich vorhin ja gesagt habe, was der totale Trend gerade ist, hier dieses Ostern und dann dieses hoppelige mit hineingestempelt in Schwarz. Und so werde ich es jetzt auch noch machen. Dieses orangene Teil hat eine Größe von 6,5 mal 2,5 cm. Und da stempeln wir jetzt das Wort Ostern. So, das positioniere ich mir einfach. So. Ich nehme auch meine Stempelhilfe zur Hand. Ich tue mir da einfache, wenn das mal nicht so ein sauberer Abdruck ist, dass ich es einfach nochmal stempeln kann. Ach ja, genau. Und ich habe das Ganze in Grün gestempelt. Und das habe ich hier von Faltkarten genommen, das Grasgrün. Dann färbe ich mir jetzt einfach die Schrift ein und stempel das ab. Und wie ihr seht, es ist so fleckig. Und das ist das, was ich meine, wo ich echt ganz gern immer mit meiner Stempelhilfe stemple. Da kann ich dann einfach nochmal drüber, damit das Ganze einfach satter wird. So, wenn das ein ganz bisschen noch so fleckig aussieht, finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. So, dann gleich wieder sauber machen. Dann finde ich einfach so ein Babyfeuchttuch. So, und gehe mit meinem Mikrofasertuch nochmal drüber, dass ich unbedingt jetzt auch mal in die Wäsche schmeißen muss. Genau. Und dann das Hoppelige. Hoppelige. Genau, und das werde ich jetzt hier einfach in der Mitte mit Schwarz stempeln, damit das dann so aussieht, wie es eben aussieht. So, nicht verrutschen, nochmal kurz kontrollieren, das passt. Dann nehme ich mir jetzt einfach mein Memento Tuxedo Black her, schwärze mir das ein und stempel das auch. Gehe ich am besten auch noch mal so zwei, dreimal drüber, bis mir das gefällt. Super. Und auch hier wieder nicht vergessen, Stempelreinigung ist das A und O, damit eure Stempel einfach auch langlebig sind. So. Fertig. So, wenn ihr das gemacht habt, dann werde ich das Ganze jetzt auf das Grün draufkleben. Da nehme ich mir einfach eine Kleberolle her, streiche mir das Ganze. Apropos, das Grüne misst ein Maß von 7 x 3 cm. Und das klebe ich jetzt so auf, dass das Ganze eben ringsherum einen grünen Rand hat. Nehme mir wieder meine Box zur Hand. Da werde ich mir jetzt einfach das Ganze mal schließen. So. Werde mir mein Grün noch ein bisschen nach oben biegen. Zack, zack, zack. Und dann werde ich mir den Ostergruß mit 3D-Klebepads ein bisschen schief anbringen. Schutzfolie ab. Und einfach so ein bisschen schräg, dass es ein bisschen interessanter aussieht, einfach drauf. Und dann werde ich hier auch wieder mit Glitzersteinen arbeiten und die einfach auch hier so drauf machen. Fand ich irgendwie nett mit den Glitzersteinchen, weil ein bisschen Glitzer geht ja immer. Also mit Glitzer kann man ja nichts falsch machen in meinen Augen. Außer man hat natürlich zu viel Glitzer, das geht natürlich auch. Aber ein bisschen geht immer. Und fertig ist dann auch schon die kleine Oster-Goodie-Box in Form von einer Karotte. Also ich finde die mega cool. Ich habe das im Shop gesehen, die Stanze, und habe sofort an sowas gedacht. Und das wollte ich unbedingt umsetzen. Und wie gesagt, ich habe es jetzt hier gemacht. Ich finde es toll. Ich hoffe, ihr freut euch auch darüber, dass es jetzt hier ein bisschen Kulrike-Content gibt auf meinem Kanal. Genau.
Und in dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch noch einen wundervollen und kreativvollen Tag. Ach ja, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr es gerne einmal tun, kostenlos natürlich für euch. Und wenn ihr es getan habt, aktiviert am besten die Glocke, um immer informiert zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade. Alle Produkte verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ich würde mich über jeden Kommentar und Däumchen natürlich freuen. Ihr dürft mir auch auf Insta und Facebook folgen. Alle Links wie gewohnt auch unten in der Infobox. Und jetzt in dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Seid schön kreativ und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss!